Jetzt fängt es gleich an. Es fisselt schon so ein bisschen. Ein paar Tropfen sind schon auf mich gefallen. Jetzt muss ich gleich die Klamotten einsammeln. Es ist 11:15 Uhr. Es blitzt auch schon hier die ganze Zeit. Da siehst du die Blitze in den Wolken sich niederlassen. Guckt da unten, es regnet schon so ein bisschen. Ich würde sagen, es ist die Zeit gekommen, um die Wäsche wieder abzunehmen. 1,5 Stunden hing das jetzt, aber ich glaube, mein ganzes Haus riecht nach Porre. Ne? Ich habe ja gestern Porre gemacht. Überall riecht es nach Porre. Ich habe überall Fenster auf. Ja, das ist noch ein bisschen nass, aber nicht mehr viel. Das ist schon total trocken. Also ganz wenig Feuchtigkeit enthält das noch. Die sind natürlich auch trocken. Meine Büchsen sind auch schon gut angetrocknet. Also das, ja, mein Gott, ein bisschen noch. Handtuch ist natürlich noch total nass. Also das ist auch trocken. Also die ist trocken. Ja, die ist sogar fast ganz trocken. Ein bisschen noch am Bund. Also ich warte noch ein bisschen. Die wird sicherlich heute trocken. Noch so ein bisschen hier. Natürlich, wo es sich hier so... aber hier ist es auch trocken. Gut, aber es wird nicht besser werden gleich. Ein bisschen Wind noch und dann trocknet das vielleicht noch. Nee, Kleid ist auch total nass, klar. Alles, was Baumwolle hat und keine Kunstfaser ist, dauert natürlich. Aber das Kleid brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Das ist nicht so schlimm. Da hinten ist aber noch ordentlich Sonne, Mensch. Vielleicht habe ich ja Glück und es regnet noch nicht. Guck mal, da ist noch alles hell. Kargejach hat bestimmt noch richtig gut Sonne da hinten. Aber da unten sieht es schon mächtig schlecht aus. Naja, ich lasse noch mal ein bisschen hängen. Und bleib noch mal ein bisschen hier. Das riecht so schön, ne? Vielleicht werde ich ja noch verschont. Kann sein. Ja, ich habe eben der Olive mich richtig doll nochmal beschäftigt. Es gibt ja so, gibt auch ein paar deutsche Seiten, also ein paar deutsche Menschen, die ihre Vlogs damit gestalten, zu erzählen, wie man frische Oliven einlegt. Und das habe ich mir auch angeguckt. Also ich werde jetzt das einmal noch rausholen. Ich hoffe, die ist da nichts geschimmelt. Ne? Kann natürlich auch sein. Und dann werde ich die Salzlake machen, es sei denn, sie sind verschimmelt. Dann ist dumm, aber... Das war meine Schuld. Ne? Ich hätte ja auch öfters mal gucken können, das Wasser wechseln können. Oh mein Gott. Das ist ein Foto wert, glaube ich. Da mache ich mal ein Foto von der Suppe da hinten mit mir. Ich wollte sagen, das ganze Haus riecht nach Porre. Ne? Ich habe ja gestern Porre gemacht. Oh mein, überall. Ne? In jeder Ritze, in das Treppenhaus. Und richtig unangenehm. Ich mag das nicht so gerne. So ein Porre-Geruch überall. Und Fisch auch nicht. Richtig schlimm, finde ich, Fischgeruch. Aber so ein Zwiebelporre-Geruch im Haus ist auch nicht besser. Ich habe jetzt überall, wie gesagt, aufgemacht, aber es nützt nicht viel. Es stinkt immer noch. Naja, wird schon mit der Zeit weggehen. Ja, ich sitze noch so, bis das alles runterkommt gleich vom Himmel. Jede Minute genießen in Freiheit. Weil das ist echt über eine Woche jetzt. Ne? Ich habe heute Morgen geguckt, da zeigt er mir sogar bis Donnerstag Regen an. Erst am Donnerstag soll es wieder schön werden, nächste Woche. Ne? Also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche. Bis dahin haben wir immer bedeckt und Regen und nicht so schön. Aber weiterhin relativ mild, aber trotzdem kann auch kalt werden. Nachts habe ich sogar einmal 9 Grad nur gesehen. Naja. Oh, guck das mal da hinten an, ne? In den Bergen. Oh, da ist bestimmt richtig jetzt. Das sieht ja echt nicht schön aus da hinten, ne? Tja. Die waren da eben oben auf dem Dach. Ich glaube, die haben sich da so einen Wasserboiler oder so hingemacht. Da oben. Ich hatte nämlich gesehen, dass da ein Wasserboiler installiert ist. Okay. Dann genieße ich noch mal ein bisschen länger hier und arbeite weiter. Habe eben Video abgedreht und drehe vielleicht noch eins. Mal schauen.
Jetzt wird es aber kalt. Es ist ungefähr 15 Minuten später. Oh, jetzt fange ich an zu frieren. Hier kann ich nicht mehr sitzen. Ne? Also ich muss jetzt mir zumindest eine Jacke anziehen und wieder meine Decke umbummeln. Aber je länger meine Wäsche hier draußen im Wind hängen kann, desto besser, glaube ich. Ja, ja. Es ist auch schon fast trocken. Es windet nämlich jetzt sehr, was natürlich von Vorteil ist. Dann brauche ich sie nur noch ein bisschen zu Hause aufhängen. Aber ich darf jetzt nicht verpassen, wenn es gleich anfängt zu regnen. Deswegen bleibe ich noch mal ein bisschen hier sitzen. Es donnert und hier sieht es ein bisschen heller aus wieder. Aber ich friere. Deswegen werde ich mich einmal gut einpacken und weiterhin hinsetzen und abwarten. Kein Tee trinken, aber abwarten. Inzwischen 100% Regen. Wie man sieht, ich habe alles natürlich weg, bis auf das Handtuch. Hä? Jetzt habe ich da hinten. Hatten die Hunde ja runtergeschmissen. Wäre eh nass geworden. Ja, die Hunde sind in ihrem Körbchen. Ich war eben draußen mit denen, habe mit denen gekuschelt, gespielt, als das Gewitter angefangen hat. Die hatten natürlich ein bisschen Angst, weil es sehr stark gedonnert hat und geblitzt hat. Und jetzt liegen sie beide da. Die haben diese grüne Matte mit da reingezogen, als wollten sie sagen, kann ich bitte auch so eine grüne Matte mit haben? Die haben die da mit reingezogen, ich weiß auch nicht. Ja, dann haben wir geschmust und die waren ganz verschmust heute, komischerweise. Ja, ich habe das diesen Schutz runtergelassen, damit das von hinten nicht nass wird. Weil das könnte passieren, das sieht man da ganz gut. Aber so bleibt es trocken hinten. Das muss ich mal beobachten im Winter. Wenn das weiterhin zu nass wird, dann würde ich das Haus hier hinschieben. Mache ich aber ungerne, weil natürlich auch da sich Ratten und so drin verstecken könnten nachts. Und das hätte ich nicht so gerne hier am Haus. Aber ja, wenn es nicht anders geht, dann wird das gemacht. Jedenfalls im Moment, glaube ich, ist es ganz gut. Ich schaue mal, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ich könnte das Haus auch hier hinschieben, aber so ist immer ganz gut. Die können mich sehen nachts, ne? So Blick an, ich kann sie sehen, die können mich sehen. Ich lasse hier ja nachts immer auf. Ich glaube, der Platz ist schon ganz gut. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass es da bleiben kann. Schauen wir mal. Was ich noch machen kann, ist, dass ich noch so ein grünes Schutzgitter kaufe. Quasi dieses Plastikzeug. Oder einfach so ein Plastik, ne, so ein Regenschutz noch an den Zaun sozusagen anbringe. Problem wird aber sein, dass die das alles abknabbeln werden. Und ja, aber man kann es mal probieren. Schaue ich mal, ob ich da irgendwas finde. Ja, so sieht's aus. Es regnet ja auch nicht so oft, ne? Guck mal, das Licht da hinten leuchtet immer noch. Seht ihr, das leuchtet den ganzen Tag auch. Man sieht es halt nur in der Nacht, dieses Blinklicht da hinten. Sehr eigenartig. Ja, aber es ist sehr stark, hat es gewittert. Ich habe Internet auch rausgezogen, damit da nichts passiert. Kann ich aber auch gleich wieder reinmachen, ist gleich vorbei. Ja, so gut, so weit, so gut, würde ich sagen. Oder auch nicht. Denn eigentlich hätte ich heute Vormittag gut meine Medikamente holen können. Aber wie gesagt, das eilt überhaupt gar nicht. Hauptsache, hier ist alles okay. Ich finde das so mega dunkel hier oben. Oben ist viel besser, ne? Aber hier unten ist es richtig dunkel immer. Ich mache mal überall die Gardinen auf, damit man... Hier mache ich gerne zu, weil man so reingucken kann, ne? Wenn da jemand kommt. Aber ich glaube, jetzt kommt auch keiner da lang. Bei dem Regen wird wohl kaum jemand da draußen spazieren gehen. Ich bin so froh, dass das Haus da weg ist, ne? Dass das Haus nicht mehr im Regen steht. Das ist richtig gut jetzt zur Regenzeit. Auf jeden Fall die gute Wahl gewesen. Es ist zum Glück regendicht, aber so können sie da auch immer
vorne spielen und müssen zum Trinken und so nicht immer raus, obwohl die Hunde natürlich auch abgehärtet werden müssen. Das ist mir schon klar. Aber ja, sind ja noch klein. Das wird schon noch. Was liegt denn da für ein Plastik? Ah, die haben vorhin meine Plastikflasche genommen. Die ist nämlich runtergeweht und dann haben die sich die geschnappt und einmal richtig mit gespielt. Aber ja, die muss ich mal gleich im Müll schmeißen, wenn es aufgehört zu regnen. Ich würde aber trotzdem gern runter. Also wenn es jetzt irgendwann aufhört zu regnen, dann würde ich runtergehen. Auch geduscht, finde ich schon wieder. Ich habe auch geduscht, weil Bonjuk hat mir wieder hier reingebissen, ne? Mit der Schnauze. Die wollte wieder meine Haare haben. Ich hatte mich gebückt. Ich wollte diese Matte noch weiter nach hinten schieben, damit sie sich richtig schön rankuscheln können hinten. Und die Gelegenheit hat sie genutzt und hat mir voll hier reingebissen, ne? Also da muss ich unheimlich aufpassen, weil die kann mich natürlich auch verletzen, ne? Sie ist hier ins Ohr rein und überall. Also aus dem Spiel. Ich weiß das ja von unserem Schäferhund, ne? Da kann schnell auch mal ernst werden. Ich weiß noch, dass unsere Kinder ja mal gespielt haben, als wir unseren Schäferhund hatten. Ich hatte ja schon erzählt, es ist ein sehr großer Schäferhund gewesen. Und wenn die gespielt haben, Fußball gespielt haben, wollte er ja immer mitspielen. Oder sie, es war ein Mädchen. Die wollte immer mit Fußball spielen. Und dann hat sie ja gemerkt, dass die Kinder auch hinter dem Ball her sind. Und dann hat sie versucht, die Arme der Kinder zu halten, damit die eben nicht an den Ball kommen, sondern sie, die sich den Ball schnappen kann. Und da hat es manches Mal auch wehgetan, ne? Sie hat nicht doll verletzt, aber die hat schon den Arm genommen. Und dann waren da auch mal Wunden. So ist ja nicht. Also Hunde und Kinder ist mega gefährlich. Muss man richtig gut aufpassen. Ja, genau, aber das kriegen wir jetzt schon alles hin. Ja, es sind ja noch Babyzähne, ne? Aber das Problem ist, wenn die 7, 8 Monate alt sind, kommt das bleibende Gebiss. Das dauert also nicht mehr lange, also 3 Monate noch, 2, 3 Monate, und dann fallen die Babyzähne aus, die Milchzähne, und dann kommen die richtigen Zähne. Und das sind richtige Mörderdinger, ne? Die will man nicht im Gesicht haben. Bis dahin muss ich die Erziehung einigermaßen gut hinbekommen haben. So, jetzt wird es ein bisschen weniger hier. Ja, ich wollte wirklich, also wie gesagt, es ist nicht dringend, aber wenn man sich was vornimmt, ne? Da wollte ich eben mal die Medikamente holen. Ich wollte vor allen Dingen auch die Tabletten für die Hunde holen. Entweder beim Veterinär oder ich frage erstmal in der Apotheke. Ich muss sowieso zur Apotheke. Frage ich mal, ob sie die verkaufen. Also in Deutschland heißt das Frontex, glaube ich. Oder Frontline. Von Frontline, die haben 3 Monatstabletten. Wie gesagt, die fand ich immer nicht so gut für Meide, weil die Zecken trotzdem beißen. In Deutschland ging es mir hauptsächlich um die Zecken, aber hier geht es ja auch um Flöhe und Ungeziefer, was hier rumfliegt und rumkreucht, und das hält halt 3 Monate, greift aber auch umso stärker auf den Organismus ein. Muss ich nochmal mit dem Tierarzt absprechen, weil es sind ja noch Welpen, und ob das geht, weiß ich nicht. Also da muss ich vielleicht doch besser, ich frage den Tierarzt nochmal vorher, bisschen, weil je länger das anhält, desto stärker natürlich auch das Medikament, was im Blut bleibt. Ne? Habe ich nicht dran gedacht, ne? Scheiße. Gut. Naja, ich überlege mir das nochmal. Sie haben ja auch gerade Ihre Tollwutimpfung. Was haben wir heute? Am 30. habe ich geimpft. Wir haben heute den 6. Ja, ich muss nochmal jemandem gratulieren. Die haben Geburtstag. Oh ja, da muss ich gratulieren. Aus der Familie. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also bis gleich. Es ist 14:15, aber die Hunde schlafen. Ich lasse sie schlafen. Es wäre eigentlich Zeit für sie jetzt zu essen, aber ich lasse sie nur ein bisschen schlafen. Die sind ja müde. Wenn sie aufwachen, gebe ich ihnen ihr Futter. Ich würde mal sagen, das ist ganz gut. Also, es sieht immer noch ziemlich dunkel aus in Alanya. Aber mein Essen darf jetzt in meinen Magen, weil ich habe Hunger. Und dann gucke ich mal, was es im Fernsehen gibt währenddessen. Und dann muss ich auch meine Vlogs einstellen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber zuvor beobachte ich die Hunde, so wie da jemand in Bewegung ist, gibt es Essen. Ja, geduscht habe ich euch erzählt, ne, weil Bonduk mir ins Gesicht gebissen hat, beziehungsweise eigentlich ja nur die Haare beißen wollte, aber dann mein Gesicht erwischt hat.
Also du wirst jetzt nicht hier, wollte gerade sagen, ne? Nicht, dass du schon wieder alle wirst, weil dich habe ich ja gerade erst aufgeladen, sozusagen gerade erschreckt, weil das war so ein bisschen wenig Gas, du musst da eben raus, das kann ja nicht sein, ne? Ich habe gerade erst vor 3 Wochen aufgeladen hier. So viel haben wir ja noch nicht gekocht. So. Das werde ich mir jetzt einmal warm machen. Wie ihr seht, ist das jetzt richtig dick geworden. Gestern war das ja ganz weich und flüssig, so suppenmäßig. Aber heute hat sich das Ganze verfestigt. Das habe ich ja gewusst. Deswegen werde ich das einmal essen und gucken, was es zu entfernen gibt. Und dann hört es vielleicht auch zu regnen und dann würde ich noch mal zur Apotheke gehen wollen, wenn ich ein paar Lichtblicke entdecken könnte. Einmal runter und wieder rauf, dann würde ich ein bisschen Bewegung haben, will ja auch eigentlich Eier kaufen. Habe ich ja gestern auch nicht gemacht bei Beam. Da hinten ist es schon so ein bisschen heller, aber da richtig dunkel. Ich habe auch keine Regenschuhe, wie ihr wisst. Auch Problem. Es ist Pfeffer in meinem Hals. So, jetzt bin ich unterwegs. Ich gehe aber nur zu Beam und A101. Habe ich mich entschlossen, weil irgendwie habe ich wieder Bauchschmerzen. Keine Ahnung warum, ob es vom Essen kommt. Ich habe auch 2 Hustendinger genommen. Ich habe keine Ahnung. Diese Bonbons gegessen. Irgendwie habe ich Bauchschmerzen bekommen wieder. Mein Magen ist, glaube ich, irgendwas mit meinem Magen. Ich weiß nicht. Naja, aber es hat jetzt aufgehört zu regnen. Und natürlich ist es weiterhin mild. Ne? 19 Grad oder so. 17 Grad? Nee, gar nicht. Weil wir hatten 15 Grad eben, habe ich geguckt. Vorhin hatten wir 19 Grad. Oder 20 sogar. Nee, eben waren nur 15. Da ist eine Katze. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach nur zu Beam und A101 zu gehen, weil ich habe auch kein Brot mehr. Was natürlich nicht geht. Nein, ich habe Brot. Ich habe noch das Fladenbrot, ja, aber kein Burgerbrot mehr. Beim Frühstück esse ich das ja immer. Ja, irgendwie bin ich schon wieder so. Keine Ahnung. Egal, wird schon wieder weggehen, hoffe ich. Ja, Hunde haben natürlich gegessen, alles erledigt. Es brennt da wohl irgendwie ein Ofen oder so wahrscheinlich. Das ist ja irgendwie Ofenheizung oder so. Riecht auch nach Essen, so nach Kartoffeln. Es müsste 3:30 sein ungefähr. Ich habe gerade mein Gebet verrichtet. Es ist echt noch warm, ne? Ich bin wieder zu warm angezogen. Also diese Jacke hätte ich nicht anziehen müssen. Mit der Spritze eben richtig gut geklappt. Ich habe ja diese Pistole gekauft, diese Spritzpistole. Und das fanden die nicht so toll. Das habe ich denen ins Gesicht gespritzt, weil Pascha ging sofort weg, ne? Aber Bonjuk hat sich gedacht, mir doch egal. Also wenn ich sie auf dem Körper... Nee, aber im Gesicht, das mag sie auch überhaupt nicht. Und dann sind sie weg. Ich hoffe, dass ich ihnen das jetzt so beibringen kann, dass sie nicht an meine Hosen gehen, wenn ich aus der Tür rauskomme. Das werde ich jetzt versuchen immer zu machen. Mal schauen. Vielleicht gewöhnen sie sich das jetzt ab. Wäre ganz gut. Der Strahl ist aber nicht so hart, ne? Also es ist eher so ein Sprühnebel. Ich weiß nicht, ob die sich da lange von abschrecken lassen. Ja. Sonne möchte gerne raus, aber schafft es nicht so richtig. Wenn es mir jetzt nicht so schlecht, also das heißt, es geht mir ja nicht so schlecht, aber meine Beine sind auch schon wieder so wie Butter. Ich glaube, war diesmal, dass es irgendwas mit dem Magen ist, aber keine Ahnung. Vielleicht war es das ja gestern auch schon. Ich habe das nur falsch diagnostiziert. Kann natürlich alles sein. Oh mein Gott, das stinkt so sehr nach Verbranntem.
Ja, ich wollte euch das Meer eigentlich mal zeigen, aber meine Beine sind, wie gesagt, da hinten sieht man es noch so ein bisschen. Ne? Sehr unruhig natürlich, weil es war vorhin ja ein richtiger Sturm, so ein bisschen, schon hier oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das gefilmt hatte. Ich habe auch vergessen, das Internetkabel da reinzustecken. Das muss ich auch hier nochmal machen. Ja, ja, so ist das Leben, ne? Einmal ein bisschen was einkaufen, dann gehe ich wieder nach Hause. Werde noch weiter arbeiten und dann ist Schluss, ne? So genau wie Butter fühlen sich meine Beine an. Irgendwas ist mit mir, ne? Man weiß es nicht. So sieht es bei Regen aus, beziehungsweise wenn es geregnet hat. Ich nehme mal hier doch so den Joghurt jetzt in meinem Angebot. Das will ich unbedingt holen. Die haben jetzt. Oh nee, das haben wir nicht. Nee. Die anderen haben sie leider nicht, die günstigen. Brötchen ist auch kein Problem. Ich brauche nur das und ein Brot. Und das mit dem Joghurt muss ich irgendwie verbummelt haben. War wahrscheinlich nur so ein Wochenendangebot oder so. Jetzt kostet er 62, 3 Kilo. Ist auch in Ordnung, weil das macht ja auch nicht viel mehr, als ich letztes Mal bezahlt habe. Aber ich habe jetzt keinen mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen. Einmal noch reicht für die Hunde und das mache ich dann morgen, wenn es ein bisschen besser geht. Bunchuk? Nein? Nein? Hier ist das Ding. Nein? 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 Sie hat es schon gelernt. Nein? Da. Nein? Nein? Und er kommt gar nicht erst. Nein? Nein? Nein, 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 geht, geht. Ja, so ist gut. So macht ihr das fein. Ja, nein, ich habe meine Beine ran. Nein, psst, sag mal, also, doch, nein. Ich weiß, das sieht jetzt fies aus, aber sie müssen es ja lernen. Ne? Ich kann das ja nicht ändern. Ich kann mir nicht ganz den Hut zerbeißen immer. Nein, nein. Sie dürfen nur dann kommen, wenn ich sie rufe. Sitz. Ja, fein machst du das. Ganz fein, ne? Mach Sitz, psst, Sitz, Pascha, Sitz, 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 Pascha, Sitz, 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 Pascha, Sitz. Was ist das denn da für ein ekliges Zeug? Sitz, Sitz. Aber du machst das toll. Beide macht ihr das ganz. Nein, da bleiben. Ich weiß ja nicht. Psst. Nein. Ja, Bonjour, machst du fein, ne? Ja, gleich hole ich Leckerli, dann kriegt der Leckerli. Dann machen wir das nochmal besser. Was ist das denn da? Ein Blatt? Ja. Und Pascha, Sitz, Sitz, Pascha, Sitz, 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 Pascha, Sitz, 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 mach Sitz, Sitz. Du machst das ganz fein. Ich bin schon ganz fein. Nein, du nicht. Du hast nicht Sitz gemacht. Psst. Nein. Nein. So ist gut. Ja, fein macht ihr das. Ja, fein. Nein, Pascha. Nein. Nicht an meine Beine ran. Psst. Nein. Sie bleibt schon zurück. Nein. Machst du Pipi jetzt? Okay. Na, das klappt doch. Genau. Psst. Nein. So ist fein. Ja. Pascha, nein. 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 Stimmt wieder Shitstorm, ne? Von euch, ich weiß. Aber es war wirksam. Und bevor sie mir meine ganzen Hosen kaputt machen, so ist gut. Die werden das schon lernen. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist nur Wasser und der Strahl ist auch ganz weich. Tut nicht weh. Ich habe das bei mir ausprobiert. Ist nicht schlimm. So.
weil das sind zwei und die hören wirklich überhaupt nicht sonst. Jedenfalls reichen meine Erziehungsmethoden nur bis dahin. Was soll ich machen? Das ist ja nur ein bisschen Wasser. Mensch. So, was haben wir eingekauft? Nicht viel. Zeige ich euch eben, weil, wie gesagt, ich bin nicht auf dem Damm heute wieder. Das Brot, weil das hatten die nicht, das andere leider, dieses Burgerbrot. Ein Brot für die Hunde und für mich. Das ist schön weich, essen wir beide jetzt gleich. Und diese Box habe ich geholt für das Welpenfutter. Dann kann ich das nämlich immer hier reintun und die Tagesration sozusagen hier bei mir auf dem Tisch aufbewahren. Weil sonst muss ich immer an den Sack gehen und ich habe noch so einen großen Kasten noch nicht so richtig für mich entdeckt, der mir preislich auch gefällt. Ne? Und die Eier, ich glaube, ich habe jetzt seit 111 oder so. Irgendwie so. Genau. Eier kochen wir heute Abend nochmal ab, wahrscheinlich für die Hunde. Und ja, dann kriegen die jetzt gleich ihr Brot als Snack. Jetzt versuchen wir mal Sitz mit diesen beiden Instrumenten hier. Ich habe auch einmal abgebissen. Und damit sie mir nicht wieder gleich in die Beine laufen, nehme ich das auch mit. Und wo stelle ich euch hin, weiß ich nicht. Mal gucken. Hier habe ich nicht sauber gemacht, ne? Weil es heute geregnet hat, habe ich gedacht. Macht das der Regen, hat er aber nicht. So. Bonjuk, Pascha. Bonjuk. Pascha, wo seid ihr denn? Hm? Wo seid ihr denn? Meine Güte, sieht das hier aus, ne? Bonjuk. Pascha? Hallo? Da hinten. So, mal gucken. Psst, dusch. Mach Sitz. Sitz. Psst. Nein, nein. Psst. Sitz. Pascha, Sitz. Sitz. Mach Sitz. Sitz. Ja, nein. Psst. Pascha. Ne, das war doof. Ne? Pascha, komm her. Pascha. Pascha. Jetzt geht er hinterher. Aber sie hat ja fein gemacht, ne? Pascha, komm her, komm her. Pascha, mach Sitz, Sitz. Pascha, 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 Sitz. Pascha, mach Sitz, Sitz. Mach Sitz, Sitz. Pascha, Pascha, hallo, Sitz. Mach Sitz, Pascha, Sitz. Pascha, Psst. Mach Sitz, Sitz, Sitz. Pascha, Pascha, mach Sitz. Nö, so gibt's nichts. Dann hast du Pech. Pascha, Sitz. Sitz. Ja, fein. Ja, fein. Ja, 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 ja. Ach, nee. Ihr seid echt doof. Ich oder ich bin doof. Psst. Nein. Psst. Sitz. 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 Nein. Nein. So geht das nicht. Nein, so machen wir das nicht. Moment, das machen wir mal anders.